Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir müssen unseren Verbündeten finden. Der scheint irgendwie hier in einem Turm zu sein. Moment. Ah, ist es der hier oben drauf steht? Ja, doch, klar. Okay. Wie komme ich jetzt an den Turm hoch? Oh Gott. ist das der hier? Ich glaube, ja. Ja, komm. Hier hoch. Los. Weiter. 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 War vermutlich jetzt nicht der richtige Turm. Das war, oder? War das... Oh. Da liegt ein Toter. Vielleicht war es doch der richtige Turm, wo ich hin bin. Ah ja, okay. Perfekt. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgret hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich... wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Späher kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Späher und ich gehe rein. Aber ich war doch gerade erst drin. Ihr Schweine. Na gut, dann schauen wir mal, wo ist die Kirche? Die ist da. So, damit ich die auch von was weiter weg sehe. Aber wenn die markiert sind, kann man die komischerweise von weiter weg sehen. Okay. Das ist also das Badehaus. Aber dafür brauche ich, so wie es aussieht, einen Schlüssel, oder? Um überhaupt da reinzukommen. Den markiere ich mir vorsichtshalber schon mal. Oder auch nicht. Ach, der läuft drinnen rum. Ja? Der scheint irgendwie drinnen rumzulaufen. Okay. Ja, dann alles, was ich jetzt gerade gemacht habe, um hierher zu kommen, werde ich dann wieder genau entgegengesetzt machen müssen. Schöne Scheiße. Na gut. Kann ich hier irgendwo... Oh, oh. Das war nicht der Glaubenssprung. Verdammt. Warum ist sie daneben gesprungen und nicht in das Ding rein? Ist sie doof? Okay. Ist beides ungefähr die gleiche Entfernung? Keine Wachen auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Ah!
Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Quest hier nicht gemacht hatte beim letzten Mal. Also, ich musste ja ungefähr 2,5 Stunden jetzt nachholen von den Quests, die ich bereits gemacht hatte. Ja, ich habe noch ein weiteres Problem und zwar zieht mein Controller in letzter Zeit immer wieder zur Seite rüber. Hoffen wir mal, dass ich das hier schaffe. Okay, ich schaffe es nicht. Aber so geht es auch, ja. Es war zwar jetzt nicht so wie gewollt, aber okay. Gut, hier ist momentan keiner und anscheinend auch keiner aufmerksam geworden, so wie es aussieht. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Guten Tag. Fest drin, Mist. Ich dachte, der ist ja gerade nach draußen gegangen. Okay. Darüber kommt man vermutlich auch nicht rein. Ach, jetzt geht das schon wieder los, dass mein Controller sich selbstständig macht. Ich verstehe nicht, was mit diesen Dingen im Moment los ist. Der zieht nur noch nach rechts momentan. Okay, ich könnte ins Badehaus rein. Hier darf mich niemand sehen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Pah, der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Bogrets Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Mist, das war jetzt nicht so gut. Aber es ist auch zugegebenermaßen ziemlich nervig, wenn der Stick die ganze Zeit zur Seite zieht. Hallo? Kannst du dich mal bewegen, bitte? Ja? Weiter? Wieso komme ich da nicht weiter? Hallo? Wenn ich was sehen würde, wäre es irgendwie einfacher. Ja, das ist der Schlüssel. Okay, der war auf jeden Fall auf der rechten Seite eben. Da kann ich aber runtergehen. Das Problem ist nur, der Typ steht mit der falschen Seite zu mir. Aber das ist derjenige, der den Schlüssel hat. Gemeinsam schaffen!
Hat die jetzt die Truhe geplündert? Immer noch nicht. Ja, es ist nicht schlimm, wenn es mit dir gleich vorbei ist. Oh. Du kommst mir nicht so einfach. So, die kann man tragen, okay. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Ja, da hast du recht. Ach so, kann man jetzt nicht? Okay. Also, ich habe den Schlüssel jetzt gestohlen. Ich gehe mal stark davon aus, dass der hierfür war. Okay, hier scheinen sie die Leute zu foltern. Das ist anscheinend nicht das Badehaus. Och, komm, geh hier raus. Aber das ist auch nicht die Tür, wo ich eben gewesen bin. Okay, der Typ ist draußen. Scheint doch die Tür gewesen zu sein. Was ist mit hier oben? Ah ne, ist doch die hier. Geobert, hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Leggarkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar! Bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Ui. Wenn der was befehlen möchte, das kann doch eigentlich nur ins Auge gehen, oder? Ich bring dich um! Na, sag ich doch. Ja, natürlich sind sie überall, deswegen sollst du ja nicht vorlaufen, du Trottel. Kämpfe, los, kämpfe! Töte die Soldaten auf dem Markt. Ja, dann komm, Junge. Bleib bloß bei mir. Hallo? Hat er das jetzt genommen?
Der ist schon tot. Ja, nimm das bloß nicht an mit dem Stampf. Und dann müssen wir ihn halt so metzeln. Ja, treff ihn doch mal. Mein Gott. Wo ist er denn jetzt? Ey, du Arsch, du hast auf den anderen gezielt. Warum triffst du mich? Gott verfluche dich. Erinnerst du dich an ihn? Wie oft muss ich da jetzt gegenhauen? Okay. Waren das alle? Anscheinend. Nein. Wo ist er? Ach so, nee. Doch, da neben mir ist er. Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Ja, ja. Sie hätten dich umgebracht, Sheolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Sheolbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ethelsweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Ja, wunderbar. Damit haben wir auch diese Quest wieder abgeschlossen und wieder 2 Fertigkeitspunkte erhalten. Sehr, sehr geil. Wir können mit ihm nochmal sprechen. Müssen wir mit ihm sprechen? Ich bin so angenervt von diesem Typen. Ich weiß auch nicht. So, Tempelbruch. Da befinden sich die Ruinen. Wo ist denn jetzt? Ist nun neue Heim. Ach so, ja, klar. Ach, das war ein bisschen zu hoch. Sagt mir das doch einer. Okay, da steht jetzt aber nichts davon drin, was wir eigentlich machen wollten. Aber ich glaube, von Tempelbord haben sie auch gesprochen, ne? Wo der eine sowieso, also wo unser Bruder sowieso aktuell sich aufhält. Dann schauen wir nochmal eben schnell bei den Punkten. Kritische Treffer. Also ich würde schon gerne mal schauen, was hier rechts noch ist, was wir noch freilegen können. Kriegerniederschlag. Da wollte ich eigentlich hinarbeiten. Plus 2 Betäubung. Ach ja, genau. Die Gesundheit wollte ich auf jeden Fall noch holen. Oder geht's links weiter? Schlachtfeldeinäscherung. Oh. Gegner, die durch einen deiner Feuerangriffe ums Leben kamen, brennen weiter und können nahen Gegnern Feuerschaden zufügen. Okay. Ist natürlich auch nicht schlecht. Zumal das ja quasi alles passive Effekte sind, ne? Machen wir mal den Nahkampfschaden noch ein bisschen höher. Wir haben ja schon einiges mittlerweile geleistet. Wobei wir ja im Moment viel mehr auf dem Weg des Berserkers sind. Aber Attentat darf ich natürlich auch nicht vergessen. Das Einzige, wo wir noch irgendwie gar nicht so wirklich viel haben, schleichender Kundschafter, ja, ist halt diese Bogengeschichte, ne?
Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist. Ja. Müsste man auch mal so ein bisschen ausbauen, aber ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet. Lass mich nochmal mit dir sprechen. Mach, was du willst. Ich werde weiter plündern. Kann man mit dir nicht mehr. Man kann mit dir nicht mehr sprechen. Man sollte den Lehrmeister dieser mersischen Soldaten von seinen Aufgaben entbinden. Okay. Es tut mir leid, Schätzchen. Aber ich brauche ganz viel Leder. Ah, na? Jetzt kann ich dir nicht plündern, weil dieser Idiot davor liegt, oder was? Komm mal mit. Was machst du überhaupt hier? So, geht doch. Ja, ich weiß, tut mir leid. Genau, man kann nicht vorsichtig genug sein. Aber hier sehe ich jetzt nicht so wirklich viele Leichen, die jetzt irgendwie viel abwerfen würden oder so. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Bereich mit Sigurd in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.